Rednerinnen und Redner und Moderatoren und Moderatorinnen, genauso wie die Organisatoren und Organisatorinnen dieser wunderbaren Tagung. Wir haben jetzt leider den letzten Tag und sollten in jedem Fall gewillt sein, mit dem nun erwachten Geist auch tatsächlich diesen letzten Tag gebührend zu vollziehen. Und insofern werde ich gar nicht viel Umschweife versuchen, sondern direkt vielleicht einsteigen. Aber ich darf vorneweg noch erwähnen, also ich freue mich, erwähnt wurde ja, dass ein Schwerpunkt in der Zeitschrift Methodo, International Studies in Phenomenology and Philosophy, geplant ist, mit mir unter anderem als Herausgeberin und eigentlich zwei geplanten Rednern dieser Tagung. Einerseits der Gast, der auch tatsächlich anwesend ist, Dominik Finkelde, und dann noch Thomas Bedorf, die bereits zugesagte Beiträger sind. Das Interesse hat sich auch schon von Seiten der Gäste, die jetzt gerade anwesend sind, gezeigt. Also wir haben den offenen Call, noch bis Ende des Jahres kann man eben Artikel vorbereiten, viersprachig. Wer hier Interesse hat und den so einen Zettel nicht gefunden hat, die sind mittlerweile alle, das ist der letzte Zettel, den kann dann irgendwer haben, der kann mich dann per E-Mail kontaktieren, oder mich kurz ansprechen und ja, kann dann alle nötigen weiterführenden Informationen womöglich erhalten. Das ist aber auch das Einzige, was ich als Vorbemerkung vorausschicken wollte. Ich habe die Freude, zwei Redner einzuführen. Der erste wäre Dr. Carsten Schubert. Und ich sage nur ein paar Worte. Er ist im Augenblick geschäftsführender Assistent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für politische Philosophie, Theorie und Ideengeschichte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Seine Schwerpunkte sind politische Theorie und Sozialphilosophie, alles in der Traditionslinie von Poststrukturalismus und kritischer Theorie, beschäftigt sich hier im Besonderen mit so Aspekten Demokratietheorie, Queertheorie und rechtsphilosophischen Themen. Promoviert hat er 2017 an der Universität Leipzig mit einer Arbeit über Foucault unter dem Titel Freiheit als Kritik, Sozialphilosophie nach Foucault, ist dieses Buch auch mittlerweile im Transkript Verlag erschienen. Und was ich sonst vielleicht noch nennen kann, sind Wegmarker, die ihn nach New York und an die Universität Duisburg-Essen beispielsweise geführt haben. Und ein letzter Hinweis noch, in der Bundeszentrale für politische Bildung ist auch ein Artikel erschienen unter dem Titel Sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung als Menschenrecht. Und ja, ich freue mich sehr auf den Vortrag, den wir jetzt von Carsten Schubert hören werden. Ja, ganz vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung und ganz vielen herzlichen Dank für die Einladung an die Organisatoren. Der Titel des Vortrags ist Institutionalisierung der Freiheit, Recht mit Foucault gedacht, und es geht gleich los. Die Debatte um politische Differenz stellt Kontingenz und Konfliktualität als fundamentale Eigenschaften des Politischen heraus. Sie zeigt dadurch, dass verstetigte Ordnung immer das Resultat von Kämpfen um Hegemonie ist, bei denen es Gewinner und Verlierer gibt. Verstetigte Ordnung erzeugt deshalb Ausschluss. Die Frage, wie eine gute Ordnung zu denken ist, wurde in Anbetracht dieser Diagnose zugunsten der Theoretisierung der Veränderung und des Umbruchs vernachlässigt. Dennoch gibt die Debatte schon den zentralen Gedanken zu deren Beantwortung im postfundamentalistischen Rahmen vor. Gute Ordnung ist die Verstetigung der Veränderung, die Institutionalisierung der Instituierung. Meine These ist, dass dieses komplexe Verhältnis mit einer Reaktualisierung des Freiheitsbegriffs beschrieben werden kann. Freiheit, verstanden als kontinuierliche, selbstreflexive Kritik, ist derjenige normative Begriff, der sich aus der Sozialontologie von Konflikt und Kontingenz herleiten lässt. Freiheit als Kritik kann dabei einerseits bestimmtes Operieren einiger Institutionen in liberal-pluralistischen Demokratien beschreiben und andererseits als normativer Kritikbegriff für die Analyse ihrer Dysfunktionalität dienen. Um diese These zu begründen, gehe ich zurück auf einen Theoretiker, der eine Grundlage der aktuellen Debatte um das Politische bildet.
Foucault, dessen Machttheorie als Ansatz einer Sozialontologie der Kontingenz und Konfliktualität gelten kann. Gleichzeitig hat Foucault den Begriff der Freiheit als den zu dieser Ontologie passenden normativen Begriff ausgezeichnet. Meine Intervention besteht darin, den Begriff der Freiheit als Kritik systematisch herauszuarbeiten und dabei mit Foucault gegen Foucault zu zeigen, dass er nur innerhalb einer pluralistisch-demokratischen Institutionentheorie gedacht werden kann. Nach der systematischen Herleitung des Freiheitsbegriffs der Kritik und seiner Funktion als Institutionalisierung der Instituierung spiele ich diesen Gedanken für ein zentrales Feld politischer Institutionen durch, dem Recht. Ich untersuche, wie er zur Analyse und Kritik des Rechts dienen kann. Kritisch anschließend an Christoph Menkes Versuch, ein neues Recht der Repolitisierung zu denken, argumentiere ich, dass liberale subjektive Rechte eine ambivalente Rolle spielen. Die liberale Subjektivierung durch bürgerliche Rechte führt einerseits zur Essentialisierung der liberal-bürgerlichen Ordnung. Dennoch sind sie unverzichtbar, um zu verhindern, dass die politische Kritik der Subjektivierung zu Paternalismus führt. Die nach Foucault konzipierte Institutionalisierung der Instituierung bleibt so ein Geschäft der kritischen Subjekte und subjektive Rechte sind Teil des Subjektivierungsregimes, das Kritik ermöglicht. Im Folgenden gehe ich also in zwei Abschnitten vor. Zunächst schildere ich das Grundgerüst einer politischen Institutionentheorie nach Foucault, die ich aus der Diskussion seines Freiheitsdenkens entwickle. Und zweitens, auf dieser Grundlage wende ich mich Menke zu und kritisiere seine Rechtskritik. Erstens also Freiheit und Institutionen nach Foucault. Ich schildere nun den Aufbau des Arguments für Freiheit als Kritik. Die folgenden Argumentationsschritte sind das Ergebnis einer Rekonstruktion und Kritik der sozialphilosophischen Debatte um Foucaults Freiheitsbegriff, die das Fleisch meiner Monographie Freiheit als Kritik bildet. Und für die systematische Prägnanz hier und heute beschränke ich mich auf das systematische Skelett. Subjektivierung bedeutet, dass Subjekte durch Macht konstituiert sind. Macht ist produktiv, weil sie es den Subjekten ermöglicht, zu denken und zu handeln. Das heißt aber, dass es keine Eigenschaften des Subjekts gibt, von denen man sicher sagen kann, dass sie nicht durch Macht im Prozess der Subjektivierung instanziert worden sind. Insbesondere können keine anspruchsvollen Fähigkeiten als der Subjektivierung vorgängig im Subjekt angenommen werden. Subjektivierung ist ein Freiheitsproblem, weil sie zu der begründeten Befürchtung führt, dass Subjekte viel fremdbestimmter sind als gemeinhin angenommen. Freiheit in Bezug auf das Freiheitsproblem der Subjektivierung bedeutet die Fähigkeit zur reflexiven Kritik der eigenen Subjektivierung. Diese Fähigkeit ermöglicht es, mit Subjektivierung als Freiheitsproblem umzugehen. Sie ist eine höherstufige Reflexion im Gegensatz zu der einfach durch Subjektivierung gestifteten Reflexion, die es ermöglichen kann, die von der Subjektivierung instanzierte Reflexion zu überschreiten. Anders gesagt, ist sie eine bestimmte Selbsttechnologie, deren Operation die Reflexion der potenziellen Vermachtung aller Selbsttechnologien ist. Zwar ist auch Freiheit als Kritik von der Subjektivierung abhängig. Absolute Freiheit oder Freiheit als einen festgesetzten Status wird es also nicht geben können. Doch als immer über sich selbst hinauszielende Bewegung erreicht sie so viel Distanz zur und Eigenständigkeit gegenüber der Subjektivierung wie möglich. Sie ist eine internalisierte, ständige Hermeneutik des Verdachts, die immer alles, auch sich selbst, kritisch überprüft. Dabei kommt es zu keinem Stillstand, sondern Freiheit als Kritik kann nur kritische Operationen anschließen. Sie ist deshalb eine Praxis und kein Status oder Zustand, die aber dennoch von Fähigkeiten abhängig ist. Als voraussetzungsreiche Fähigkeit kann Freiheit als Kritik nicht vorgängig im Subjekt angenommen werden. Vielmehr legt subjektivierungstheoretisches Denken es nahe, Freiheit als Kritik selbst als ein Resultat von Subjektivierung aufzufassen. Denn die Eigenschaften der Subjekte sind von Macht im Prozess der Subjektivierung instanziert. Als paradigmatischer Fall einer solchen freiheitlichen Subjektivierung kann die genealogische Kritik gelten, die ihre LeserInnen dazu anregt, ihre eigene Subjektivierung kritisch zu reflektieren. Doch mit der Feststellung der generellen Möglichkeit von Freiheit durch Gesellschaftskritik
ist das Freiheitsproblem der Subjektivierung noch nicht gelöst, sondern nur verschoben. Denn die generelle Möglichkeit von Freiheit kann nicht als Lösung dieses Problems gelten, in dessen Zentrum die begründete Befürchtung steht, dass wir viel unfreier sind, als wir denken. Eine adäquate Antwort kann in der Umstellung der Modalitäten liegen. Nicht allgemeine Aussagen der Möglichkeit, sondern Unterscheidungen verschiedener Wahrscheinlichkeiten sind sinnvoll. Entsprechend kann die Identifikation von solchen sozialen Situationen, in denen freiheitliche Subjektivierung wahrscheinlicher ist, als Lösung des Freiheitsproblems der Subjektivierung gelten. Es geht also darum, modalrobuste Praxen bezüglich der freiheitlichen Subjektivierung zu identifizieren. Also solche, die unter verschiedenen Umständen mit hoher Wahrscheinlichkeit freiheitlich subjektivieren. Dieses Argument der modalen Robustheit ist der entscheidende Schritt meiner Argumentation über die existierende Literatur zu Foucault hinaus. Aus ihm leitet sich die Notwendigkeit ab, das Problem der Freiheit in eine Frage nach der Institutionalisierung von Freiheit zu transformieren. Ein naheliegendes Argument gegen diesen Gedanken besteht darin zu zeigen, dass Freiheit nicht in den oft repressiven Subjektivierungsregimen von politischen Institutionen, sondern in denjenigen von Protest und Subkulturen verortet werden sollte. So kann beispielsweise queere Kritik, die Normalität subversiv umschreibt, als Paradebeispiel für freiheitliche Subjektivierung untersucht werden. Und viele Foucaultianer argumentieren für genau eine solche Verortung von Freiheit in Widerstands- und Protestkulturen. Doch eine solche Verortung von Freiheit in einem spezifischen politischen Projekt wird dem prozeduralistischen und konflikthaften Charakter von Freiheit nicht gerecht. Wenn Freiheit als ein bestimmtes ethisch-politisches Projekt festgeschrieben wird, dann verliert sie ihren begrifflichen Kern der immer weitergehenden Hyperreflexion und es wird suggeriert, dass die eine Art von ethisch-politischer Subjektivierung, die von der ethisch-politischen Freiheitstheorie als gut ausgezeichnet wurde, unumstritten sei. Dies ist jedoch ein unzulässiges Argument in einer postfundamentalistischen Argumentation. Darüber hinaus geht die Hermeneutik des Verdachts, die Freiheit als Kritik zugrunde liegt, davon aus, dass jede partikulare Politik der Freiheit leicht in Repression umschlagen kann. Deshalb ist es sinnvoll, Freiheit nicht nur in Protestbewegungen zu verorten, sondern die Fragestellung in eine demokratietheoretische zu transformieren, in der mit der Problematik der potenziell paternalistischen Normierungsansprüche von ethisch-politischen Projekten, also der Umstrittenheit von Freiheit, umgegangen werden kann. Dieses erste Argument für die Verortung von Freiheit in demokratischen Institutionen ist noch aus der formalen Logik von Freiheit als Kritik abgeleitet und ihm könnte widersprochen werden, indem man die Protestbewegung so reflexiv konzipiert, dass sie gegen das Umschlagen in Repressionen gewappnet sind. Während man gleichzeitig argumentiert, dass politische Institutionen grundsätzlich repressiv seien, von Rancière werden sie in diesem Sinn Polizei genannt. Wenn man den Freiheitsbegriff aber, wie Amy Allen das beispielsweise tut, in einer immanenten Kritik als normativen Wert der Spätmoderne rekonstruiert und damit das Ziel begründet, Freiheit für alle gesellschaftsweit zu verwirklichen, dann reicht der Fokus auf die eigene politische Protestbewegung nicht aus, sondern das allgemeine Institutionendesign der Gesellschaft rückt notwendig in den Fokus. Um eine Unterscheidung des Liberalismus zwischen Moral und Ethik zu bemühen, sollte Freiheit auf der Ebene der Moral angesiedelt werden, also im allgemeinen politischen Institutionendesign der Gesellschaft verankert werden. Freiheit als Kritik hat hier die Funktion, in zwei Richtungen zu wirken. Einerseits fordert sie selbstreflexive, selbstkritische und änderungsoffene politische Institutionen, denn die Hermeneutik des Verdachts ist besonders wachsam gegenüber den Ansprüchen auf politische Universalisierung und den damit einhergehenden politischen Normierungen. Andererseits fordert sie die Einrichtung solcher Subjektivierungsregime, die zum Ziel haben, Freiheit als Kritik in allen Subjekten zu instanzieren. Freiheit als Kritik soll so auch auf alle ethisch-politischen Projekte wirken und ihren Mitgliedern die Fähigkeit geben, sich auch kritisch zu diesen ethisch-politischen Subjektivierungsregimen
zu verhalten. Der immer auch arbiträren ethisch-politischen Festsetzung von Freiheit kann nur durch eine weitere kritische Prozessierung begegnet werden. Der Anlass und die Energie zu dieser weiteren Prozessierung kommt dabei von den einzelnen Individuen, die sich transformieren und dabei auch die sie subjektivierenden Institutionen kritisieren und ändern. Dass sie dies tun, ist wahrscheinlicher, wenn sie freiheitlich subjektiviert wurden. Die Dynamik der Institutionen kann aus der Perspektive der Freiheit als Kritik, also durch die Institutionen selbst, erzeugt werden. Und dennoch, und das ist der, und das hier ist das Entscheidende, weshalb ich diese Lesart auch als Foucault'schen Liberalismus bezeichne, bleibt die Kritik Sache der Individuen. Soweit die Herleitung des Ansatzes einer Institutionentheorie aus dem Freiheitsproblem bei Foucault. Der Call dieser Konferenz hat quasi aus der umgekehrten Perspektive gefragt. Er fängt mit der Fragestellung der politischen Theorie nach dem Verhältnis von Instituierung und Institution, Umbruch und Verstetigung an. Und für diese Fragestellung ergeben sich folgende Konsequenzen aus dem bisher Entwickelten. Es gibt subjektive Voraussetzungen für Veränderung und Umbruch, kritische Subjektivitäten. Diese werden von der politischen Theorie auch, und zwar auch derjenigen, die den Begriff des Politischen und der politischen Differenz in den Mittelpunkt rückt, kaum mitgedacht. Diese subjektiven Voraussetzungen von Politik können wiederum nur durch ein spezifisches Institutionengefüge hergestellt werden. Implizit ist hierin eine Absage an eine Politik des radikalen Umbruchs, der Revolution oder des Exodus enthalten. Wenn die Menschen überhaupt erst im Immanenzraum der gegenwärtigen Institutionen zu kritischen politischen Subjekten werden, kann die radikale Transzendenz des Gegenwärtigen nicht die Ausrichtung der politischen Theorie und Praxis sein. Das bedeutet aber gerade nicht, dass Alterität, Singularität und Partikularität als einzuebnende und normalisierende Störungen aus dem Zentrum der Politik verdrängt werden. Im Gegenteil. Sie bilden den normativen Kern der nach Foucaults Freiheitsbegriff skizzierten pluralistisch-radikaldemokratischen Institutionen. Zweitens, Recht mit Foucault gedacht, eine Kritik an Menkes Rechtskritik. In diesem zweiten Teil möchte ich die oft von inspirierten ZuhörerInnen eingeforderte Konkretisierung dieser Ideen einer Institutionentheorie nach Foucault in Bezug auf das Recht durchspielen. Dafür zeige ich, wie man sich mit der Foucault'schen Freiheitsbrille zum avanciertesten Ansatz der radikalen Rechtskritik, Christoph Menkes Kritik der Rechte, verhalten kann. Nach Menke naturalisieren subjektive Rechte den individuellen Willen und Interessen als vorsozial. Die liberale Rechtsordnung soll diesen privaten Willen und seine Freiheit schützen. Menke dreht jedoch die Verursachungsbeziehung kritisch um. Wir sehen uns selbst erst aufgrund der liberalen Rechtsordnung als individuelle Subjekte. Das ist die Subjektivierung durch das Recht. Das autonome, individuelle und egoistische Subjekt der subjektiven Rechte, also des Liberalismus, ist das Produkt des Primats der Rechte im liberalen Recht. Indem es den individuellen Willen vor politischen Einflüssen schützt, befreit es den Egoismus und führt so zu einer amoralischen Gesellschaft ohne normative Gründe. Weil sich der Wille nicht rechtfertigen muss, wird die Politik als Rechtfertigungsprozess blockiert. Die bürgerliche Gesellschaft ist eine entpolitisierte und entsittlichte Gesellschaft. Gegen die liberale Entpolitisierung richtet Menke sein Konzept des neuen Rechts mit den Gegenrechten, das auf Partizipation beruht. Das neue Recht soll eine Repolitisierung des individuellen Willens ermöglichen und gleichzeitig die Fallstricke des politischen Paternalismus vermeiden, indem die Gegenrechte individuelle Passivität sichern. Der Unterschied zu liberalen subjektiven Rechten besteht darin, dass die Gegenrechte
keine Rechte auf einen naturalisierten egoistischen Willen sind, der vor politischem Einfluss geschützt werden soll, sondern Rechte auf die Berücksichtigung von Sinnlichkeit und Passivität im Prozess der politischen Beurteilung. Ich möchte darauf hinweisen, dass die zentrale Erkenntnis von Menkes Theorie die Verbindung von Rechtskritik mit der Theorie der Subjektivierung ist. Subjektivität und der individuelle Wille sind nicht vorsozial, sondern das Ergebnis der Subjektivierung in einer bestimmten Gesellschaft. Im modernen Liberalismus ist dies eine Subjektivierung auf der Grundlage subjektiver Rechte. Es handelt sich um Individuen, die fühlen und denken, dass es natürlich ist, ein Leben in bürgerlicher, amoralischer Trennung zu führen und die glauben, dass es Paternalismus sei, wenn die Politik ihr Privat- und Wirtschaftsleben stört. Dies ist eine Kritik am klassischen politischen Liberalismus mit seinem negativen Konzept der Freiheit. Die Frage ist, ob dieses negative Konzept der Freiheit und die Blindheit gegenüber Subjektivierungen überwunden werden kann, ohne den Albtraum des Liberalismus, nämlich eine paternalistische Gesellschaft, wahrzumachen. Meine Kritik an Menke ist, dass ihm genau das nicht gelingt, weil die Gegenrechte keinen ausreichenden Schutz vor politischer Bevormundung bieten. Anders gesagt, Menkes Ziel ist, den Unterschied in der politischen Theorie zwischen einer liberalen und einer republikanischen Position zu überwinden, wobei die liberale Position universelle Rechte des Einzelnen und die republikanische Position die politische Selbstbestimmung der Gemeinschaft fokussiert. Aber entweder in einer starken Lesart führt das neue Recht zu einem radikalen Republikanismus, der den individuellen Willen durch totale Politisierung außer Kraft setzt. Oder, einer schwachen Lesart folgend, auch Menkes Gegenrechte bleiben letztlich strukturgleich mit den liberalen subjektiven Rechten und er kann den liberalen Rahmen nicht verlassen. Zur starken Lesart. Systematisch formuliert besteht das Problem des radikalen Republikanismus darin, dass er strukturell antipluralistisch ist, da er auf einem universalistischen Konzept der politischen Vernunft beruht und politische Konflikte ausblendet. Gegen Lefort, Gaucher, Rawls und implizit gegen alle Theoretiker, die zum Postfundamentalismus und der politischen Differenz arbeiten, besteht Menke darauf, dass es in der Politik um universalistische Vernunft geht, die gegen besondere Individualität gestellt wird. Menkes Punkt ist hier, dass die Vernunft nicht nur eine weitere Besonderheit ist, die es geschafft hat, durch politische Kämpfe um die Hegemonie dominant zu werden, sondern dass die Kategorie der universalistischen politischen Vernunft wirklich existiert und gegen Individualität und Partikularität steht. Dieser Idealismus ist das Gegenteil einer konfliktbasierten politischen Ontologie, die notwendig zu einer pluralistischen und postfundamentalistischen Theorie der Demokratie führt, in der sich Institutionen mit dem Problem der Normalisierung und des politischen Paternalismus auseinandersetzen. Mit anderen Worten, Menke positioniert seine Kritik gegen pluralistische und konfliktbetonende Konzepte des Politischen und eröffnet damit die Möglichkeit des politischen Paternalismus. Zweitens betont eine schwächere Lesart, dass die Gegenrechte Individualität und Pluralität schützen sollen, indem sie die Nichtteilnahme ermöglichen, während Freiheit generell in Menkes arendtschem Politikbegriff mit Partizipation gleichgesetzt wird. Es bleibt jedoch unklar, inwiefern sich die Gegenrechte wirklich systematisch von der liberalen Form der subjektiven Rechte unterscheiden. Während die bürgerlichen subjektiven Rechte Passivität und Sinnlichkeit als Recht essentialisieren und gegen Vernunft und Urteil stellen, bekräftigen die Gegenrechte Passivität, Leid und Sinnlichkeit, indem sie sie zum Ausgangspunkt für politisches Urteilen und politische Prozesse machen. Der beste Weg, um zu erklären, was damit gemeint sein könnte, ist ein politischer Prozess der Entwicklung einer Politik, die Minderheiten schützt, zum Beispiel die Entwicklung einer politischen Position, also Urteilen, dass Schwule nicht diskriminiert, indem sie das Leiden unter früherer Diskriminierung, es wäre dann Sinnlichkeit,
berücksichtigt. Die Einbeziehung der Sinnlichkeit in das Urteil soll jedoch nicht die Sinnlichkeit essentialisieren, sondern sie in den politischen Prozess einbeziehen und bewusst gestalten. Das Problem ist hier aber wiederum eine Spannung oder ein Wechsel zwischen zwei möglichen Interpretationen. Wenn es keine grundsätzliche Grenze für die politische Deliberation von Sinnlichkeit gibt, also das gemeinschaftliche politische Urteil die Definitionsmacht über zu berücksichtigende Sinnlichkeiten hat, dann ist die Position ein radikaler Republikanismus und trägt nichts zur Bekämpfung dessen Paternalismus bei. Wenn beispielsweise Heterosexualität als natürlich und gut für die Gesellschaft angesehen wird, kann das Leiden an Homophobie nicht mehr als legitime Sinnlichkeit, die Gehör finden muss, interpretiert werden. Wenn es andererseits aber eine Grenze für die Politisierung der Sinnlichkeit gibt, dann unterscheidet sich die Position konzeptuell nicht vom bürgerlichen Gesetz, vom bürgerlichen Recht, dessen Wesen laut Menke darin besteht, die Sinnlichkeit frei von politischen Urteilen zu halten. Im Ergebnis: radikaler Republikanismus ist problematisch und die Gegenrechte können einen Rückfall in den radikalen Republikanismus nur verhindern, wenn sie konzeptionell wie subjektive Rechte sind und willkürliche Urteile, also des individuellen Willens und der Ethik, vor politischem Zugriff schützen. Menke kann die Spannung zwischen Liberalismus und Republikanismus, zwischen Recht und Politik, zwischen Sinnlichkeit und Urteil durch sein Konzept des neuen Rechts nicht auflösen. Nachdem ich darauf hingewiesen habe, dass der zentrale Verdienst von Menkes Ansatz die Theorie der Rechtssubjektivierung ist und das zentrale Problem sein Antipluralismus, kann man sich nun fragen, wie man das Problem der Subjektivierung angehen kann, ohne in Antipluralismus zu verfallen. Mit anderen Worten, kann es einen pluralistischen und das heißt liberalen Weg geben, um das Problem der Subjektivierung anzugehen. Und dabei hilft nun der Foucault'sche Freiheitsbegriff, mit dem die unproduktive Alternative von klassischem Liberalismus und radikalem Republikanismus überwunden werden kann. Denn diese Alternative, in der Menke feststeckt, ist bedingt durch die Beschränkung auf die zwei zugehörigen Freiheitsbegriffe. Einerseits der klassisch negative Freiheitsbegriff, den Menke am Kern der subjektiven Rechte sieht und dessen entpolitisierende Wirkung er so treffend herausarbeitet. Und andererseits der republikanisch-holistische, von Arendt inspirierte Freiheitsbegriff, wonach Freiheit mit Partizipation an der gemeinschaftlichen Selbstregierung gleichgesetzt ist. Mit dem Freiheitsbegriff der Kritik steht nun ein Begriff in Äquidistanz zum negativen und positiven Freiheitsbegriff zur Verfügung. Er leistet eine genauso radikale Kritik des Begriffs der subjektiven Rechte, wie Menke sie anführt, nämlich eine Kritik ihrer bürgerlich essentialisierenden Subjektivierung und dies ohne die Kosten dafür, den politischen Paternalismus. Dieser Freiheitsbegriff spricht außerdem dafür, dass subjektive Rechte trotz ihrer teilweise pathologisch essentialisierenden Funktion ein notwendiges Element von kritischen Subjektivierungsregimen sind. Die reale Praxis der Rechtseinforderung führt zu kritischer Subjektivität. Das ist die positive, freiheitliche Seite von rechtlicher Subjektivierung, auf die zuletzt, wenn auch in ganz anderem Vokabular, Jay Bernstein hingewiesen hat. Für die Frage nach den Institutionen bedeutet dies: Recht ist nicht nur das Sozialsystem der Regelverstetigung und Institutionalisierung, sondern auch durch die Wirkung von rechtlicher Subjektivierung auf die Individuen, dadurch auch ein zentraler Treiber gesellschaftlicher Veränderung. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ja, hiermit öffne ich wiederum die Diskussion. Genau, wir sind sehr gut in der Zeit, also wir können gute 20 Minuten diskutieren. Herr Henrich. Ja, herzlichen Dank für den wunderbaren Vortrag, der wirklich für mich ein Genuss war, zuzuhören. Ich habe eine Frage zu deinem Begriff der Kritik.
der, glaube ich, ja nicht so, sozusagen so außergewöhnlich ist. Ja? Wenn ich sage, Kritik bedeutet, dass ich meine Subjektivierungsgeschichte